Was fällt Ihnen denn beim Wort Kapitalismus ein? Das Streben nach mehr, nach mehr, nach mehr. Geldmarkt, Banken. Überangebot und die Leute geben Geld aus. Das fällt mir dazu ein. Was ist denn Kapitalismus? Kapitalismus macht so ziemlich alles kaputt. Es geht ums Geld, es geht um Materialismus. Kapital regiert die Welt. Das ist das Gegenteil von Kommunismus. Konsum, Geld, Recht des Stärkeren, vielleicht im Sinne von Recht des Wohlhabenderen. Der Geldbeutel ist leer und damit hat sich's. Ich würde sagen, die Möglichkeit, so zu leben, wie wir es hier tun. Geld, Konsum, Überfluss, der Kapitalismus macht alles kaputt, haben wir gerade gehört. Aber auch der Kapitalismus macht das Leben, das wir führen, überhaupt erst möglich. Also viele unterschiedliche Sichtweisen. Wir wollen heute wissen, was ist überhaupt Kapitalismus? Wo kommt er her? Wo führt er hin? Ist er Fluch? Ist er Segen? All dieses werden wir diskutieren. Und ich sage ganz herzlich willkommen bei uns bei Planet Wissen. Ja, auch von mir herzlich willkommen bei Planet Wissen. Und die Frage gebe ich gleich mal an Sie weiter. Was denken Sie, ist der Kapitalismus Fluch, ist er Segen? Uns wird Ihre Meinung interessieren. Wir haben einen Facebook-Aufruf gestartet. Posten Sie uns doch mal, was Sie mit Kapitalismus verbinden. Haben Sie Erfahrungen gemacht, gute, schlechte, wie auch immer. Wir sind gespannt auf Ihre Postings. Ja, und wir sind gespannt, welches Fazit wir am Ende dieser Sendung ziehen werden. Natürlich mit Hilfe unseres Gastes Ulrike Herrmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Herzlich willkommen. Sie sind Wirtschaftsjournalistin bei der TAZ und Sie haben auch ein Buch über den Kapitalismus geschrieben, Der Sieg des Kapitals. Wenn Sie jetzt bei so einer Straßenumfrage angesprochen worden wären, einfach mal ganz kurz was dazu zu sagen, was bedeutet Kapitalismus für Sie? Was würden Sie antworten? Ja, Kapitalismus ist Wachstum. Nicht? Das muss einem ganz klar sein, das gab es vorher noch nie, auf der ganzen Welt nicht, dass eine Wirtschaft gewachsen ist. Und das hat erst mit dem Kapitalismus angefangen. Das ist jetzt erstmal eine positive Auslegung, aber wir werden das natürlich genauer beleuchten. Mhm. Kann man auch sagen, Kapitalismus ist Fortschritt, Wohlstand, er vereint ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ist es nicht ein bisschen zu einseitig, zu sagen Wachstum? Ja, aber ich meine, wenn man sich jetzt fragt, was ist der Kern, nicht? Dann ist der Kern eigentlich, dass man Technik einsetzt, dass man investiert, um hinterher mehr Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Mhm. Wo kommt eigentlich der Begriff Kapitalismus her? Ja, der kommt von dem Wort Kapital. Nicht? Das ist übrigens nicht von Marx geprägt worden, dieses Wort, obwohl ja er ein Buch geschrieben hat, das hieß Das Kapital. 1867 erschienen. Aber das Wort ist älter. Das war ein französischer Ökonom namens Turgot, der im 18. Jahrhundert dieses Wort Kapital geprägt hat, weil er gesehen hat, dass sich im 18. Jahrhundert fundamental etwas in der Welt ändert. Für uns ist der Kapitalismus heute ganz selbstverständlich. Er hat sich aber quasi recht spät erst erfunden, erst vor 250 Jahren. Und genau so fing alles an. Am Anfang der Erfolgsgeschichte, die die Arbeitswelt revolutionieren wird, steht der 1733 in England patentierte Schnellschusswebstuhl von John Kay. Durch seine Erfindung geht das Weben nun viel schneller, theoretisch. Praktisch kommen die Spinner, die die Weber mit Garn beliefern, nun mit dem Spinnen des Garns nicht mehr hinterher. Und oft genug stehen die Webstühle deshalb still. Dieses Problem löst James Hargreaves. Er erfindet 1764 die erste industrielle Spinnmaschine, die Spinning Jenny. Nun spinnen 16 Spindeln gleichzeitig Baumwolle. Nur wenig später entwickelt der englische Perückenmacher Richard Arkwright die Waterframe. Die erste Spinnmaschine, die nicht mehr durch Menschenkraft, sondern durch ein Wasserrad angetrieben wird. Durch diesen Antrieb kann die Waterframe nun mehrere hundert Spindeln auf einmal betreiben. So richtig entwickelt sich die englische Textilindustrie aber erst, als die Dampfmaschine zum Einsatz kommt. Der englische Ingenieur James Watt hat die Dampfmaschine zwar nicht erfunden, aber er hat ihre Funktionsweise entscheidend verbessert. Der Vorteil der Dampfmaschine ist, dass sie, anders als der Wasserantrieb, standortunabhängig überall eingesetzt werden kann. Mit den neuen Maschinen in der Textilindustrie verändert sich die Arbeitswelt dramatisch. Ende des 18. Jahrhunderts dominiert England den Textilmarkt. Kein anderes Land kann Textilien schneller und kostengünstiger herstellen.
Eine Maschine, die schneller spinnt als der Mensch. Da fragt man sich, was genau hat das jetzt mit Kapitalismus zu tun? Ja, es ist eben genau dieser Einsatz von Technik. Denn es ist ja klar, wenn man solche leistungsfähigen Maschinen einsetzt, dann kann man einfach mehr Güter herstellen. Und das führt dann dazu, dass letztlich auch der Reichtum in die Welt kommt. Denn wenn jeder einzelne Arbeiter mehr Güter herstellen kann, ist ja klar, dass am Ende auch für jeden Einzelnen mehr übrig ist, was er selber konsumieren kann. Kann man denn sagen, also Kapitalismus braucht immer Technik? Ja, es gibt keinen Kapitalismus ohne Technik. Wenn man sich jetzt fragt, das war ja vorhin Ihre Frage, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? Dann sind es genau diese Technik und die Maschinen, also die Investitionen, die dann dazu führen, dass man eben tatsächlich dieses Wachstum auch hat. Wie haben denn die Menschen vorher gelebt und gewirtschaftet, als es Technik und Maschinen noch nicht gab und also quasi das Gegenbeispiel zum Kapitalismus gelebt haben? Ja, man muss sich das so vorstellen, dass 80% der Bevölkerung auf dem Land gelebt haben. Also große Städte gab es gar nicht. Die meisten Menschen sind sehr früh gestorben. Also die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 28 Jahre. Was natürlich auch damit zusammenhing, dass sehr viele Kinder sehr früh gestorben sind. Also die meisten Kinder, 40%, haben noch nicht mal das erste Lebensjahr erreicht. Der Rest ist dann, oder viele sind dann noch mal gestorben, so bis sie 5 waren. Das erklärt dann auch, warum insgesamt diese Lebenserwartung so niedrig war. Die sind eben an allem gestorben, was heute mühelos überwunden wird, wie Masern, Keuchhusten, Scharlach, das war alles tödlich. Und selbst die Leute, die dann überlebt haben, nicht, haben nicht gut gelebt, sondern die allermeisten hatten gerade genug, um zu überleben. Und jede Missernte hat sofort dazu geführt, dass es Hungersnot gab. Ich hatte ja gerade gesagt, so vor 250 Jahren ging das alles los. Noch relativ jung. Warum erst da? Warum hat es die Industrialisierung und damit den Kapitalismus nicht schon viel früher gegeben? Ja, das ist ehrlich gesagt eines der ganz großen Fragen in der Wirtschaftsgeschichte, weil die Dampfkraft, die ja dann die entscheidende Technik am Anfang war, war ja nicht neu. Auch die antiken Römer hatten schon die Dampfkraft, aber nur als Spielzeug. Die sind nicht darauf gekommen, das in den Manufakturen einzusetzen. Da gab es Sklaven. Und das andere, was eben interessant ist, ist, dass die erste Technik, die ersten Maschinen, die wir ja auch schon gesehen haben, die entwickelt wurden, wurden ja von Handwerkern entwickelt, nicht von Wissenschaftlern. Das eine war ein Perückenmacher, der konnte noch nicht mal richtig lesen, hat so lange rumgetüftelt, bis es geklappt hat. Das heißt, der Kapitalismus hätte eigentlich überall einsetzen können, auch beispielsweise theoretisch in Deutschland vor, sagen wir mal, 500 Jahren. Und dass es dann aber in England war und 1760 war, das lag daran, dass zu dem Zeitpunkt die Löhne in England die höchsten der Welt waren. Und damit waren die Engländer eben nicht mehr konkurrenzfähig. Und weil der Mensch teuer war, nicht weil er billig war, weil er teuer war, weil die Löhne so hoch waren. Deswegen hat es sich zum allerersten Mal gelohnt, Maschinen einzusetzen und zu bauen und so lange daran rumzutüfteln, bis diese Maschinen Menschen ersetzen konnten. Warum waren denn die Löhne da so viel teurer als im Rest der Welt? Ja, das ist zum Teil historische Zufälligkeit. Also es ist einfach so, dass England seit dem Mittelalter einen Sonderweg gegangen ist. Also nur ein Beispiel, das wäre jetzt eine lange Vorlesung. Bis heute? Ja, aber das wäre jetzt eine lange Vorlesung. Aber nur ein Beispiel. Die Engländer haben auf die Pest, die 1348 ausgebrochen ist und die ja dazu geführt hat, dass ein Drittel der Bevölkerung gestorben ist, haben die Engländer anders reagiert als Kontinentaleuropa. In Kontinentaleuropa war es so, die Bevölkerung wurde wieder zu Leibeigenen gemacht. Sie durften die Güter nicht mehr verlassen von den Feudalherren, weil Menschen zu knapp waren, wurden sie praktisch festgebunden an der Scholle. Und in England ging es genau den anderen Weg, weil die Menschen zu knapp waren, sind die Löhne gestiegen. Also das war nicht vorherzusehen, aber der englische Weg mit den steigenden Löhnen hat dann zum Kapitalismus geführt. Und wie haben dann alle anderen Länder rundherum reagiert auf diese englische Idee? Ja, natürlich haben die Kontinentaleuropäer, Deutsche, Franzosen, Schweizer, Belgier haben sofort gesehen, dass sich da eine Revolution abgespielt hat, haben sofort die Technik geklaut. Also beispielsweise der preußische König Friedrich II. Hat sofort, kaum dass die Dampfkraft in England erfunden war, auch schon den ersten Ingenieur oder Technikspion nach England geschickt, damit der eben auskundschaftet, wie das aussieht. Dann auch typisch preußisch haben sie 1820 ein Institut gegründet, das hieß ganz harmlos Gewerbeinstitut, stand in Berlin. In diesem Gewerbeinstitut standen nur geklaute Maschinen aus England, damit sich die Unternehmen hier in Deutschland sich das angucken konnten, nachbauen konnten. Zum Teil hat der preußische Staat Subventionen gezahlt, damit die Unternehmer sich dann auch diese Textilmaschinen leisten konnten. Das heißt, man hat komplett auf das Prinzip Plagiat gesetzt. Und da hatten die Engländer nichts gegen einzuwenden? Doch, die Engländer waren absolut dagegen. Also es gab ein Exportverbot für Maschinen, es gab ein Exportverbot für Ingenieure. Die Engländer, die englischen Techniker durften das Land nicht verlassen. Hat natürlich überhaupt nichts genutzt, denn wenn ein englischer Techniker auf dem Kontinent mehr Geld verdienen konnte, ist er natürlich trotzdem abgehauen. Und auf diese Weise haben dann die Deutschen, Belgier, Schweizer versucht, diesen technischen Vorsprung der Engländer aufzuholen. Man muss allerdings sagen, dass es ungefähr 100 Jahre gedauert hat, bis 1870,
bis die Deutschen so weit waren wie die Engländer. Der Durchbruch des Kapitalismus kam dann mit der Erfindung der Eisenbahn. Und die Erfindung fand statt wo? Natürlich in England. Laute und schmutzige Ungetüme. So sahen die allerersten Lokomotiven aus. In England vor 200 Jahren. Sie verschlangen tonnenweise Kohle und fuhren trotzdem kaum schneller als Schrittgeschwindigkeit. 1802 hatte der englische Ingenieur Richard Trevithick eine Dampfmaschine auf Räder gesetzt und galt seitdem als Erfinder der Lokomotive. Ein weiterer englischer Ingenieur und Eisenbahnpionier war George Stephenson. 1825 wurde unter seiner Bauleitung die erste Eisenbahnstrecke der Welt eröffnet. Zwischen den Städten Stockton und Darlington ließ Stephenson seine Locomotion, die ersten 40 Kilometer der modernen Eisenbahngeschichte, zurücklegen. Die nächste öffentliche Eisenbahnstrecke eröffnete 1830 zwischen Liverpool und der Hafenstadt Manchester. Stephens' Lokomotive The Rocket war auf der Bahnstrecke die technische Sensation. Sie erreichte unvorstellbare 47 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. In Deutschland wird die erste Bahnstrecke erst 1835 gebaut. 6 Kilometer lang von Nürnberg nach Fürth. Dafür musste alles komplett aus England importiert werden. Sogar der Lokführer Mr. William Wilson. Die Eisenbahn veränderte durch ihre Technik die Welt. In rasantem Tempo schaffte sie neue Arbeitsfelder. Und sie veränderte die Wahrnehmung von Zeit und Raum. Die Bahn ist von Anfang an ein Wirtschaftsfaktor. Für die Städte wird ihr Schienennetz zur Lebensader und ermöglicht maßgeblich die Versorgung der modernen Industriegesellschaft. Ja, ein echter Meilenstein, eine wirklich Jahrhunderterfindung. Wir haben Ihnen zur Erfindung der Eisenbahn auch ein kleines Online-Stück eingerichtet hier, einen Wissensbaustein. Gehen Sie mal auf planet-wissen.de. Da können Sie sich also meinen Kollegen Jo Hiller mal als Lokführer anschauen. Nicht nur das ist lustig, es ist auch noch sehr viel Informationen hier mit verbaut. Also klicken Sie mal rein, wie gesagt, planet-wissen.de. So, jetzt müssen wir besprechen, warum die Eisenbahn so eminent wichtig war für den Kapitalismus. Sie hat einiges beschleunigt. Ja, es ist nicht nur die Beschleunigung, sie hat alles verändert. Also vorher war es ja so, dass es Webstühle und Spinnereien gab es ja schon, nur das wurde mit Hand betrieben und dann hat man es halt mechanisiert. Mit dem Lok und der Eisenbahn ist es zum ersten Mal so im Kapitalismus, dass ein völlig neues Produkt entsteht, das es vorher nicht gab. Nicht? Also das wurde auch mal sehr schön ausgedrückt von einem Ökonomen namens Schumpeter. Der hat gesagt, man könnte so viele Postkutschen aneinander reihen, wie man wollte. Es wäre niemals die Eisenbahn. Und das zeigt, es war sozusagen ein fundamentaler Wandel des Ganzen. So, und die Eisenbahn hat ja nicht nur die Märkte vereinigt, sondern sie hat auch zu neuen Produktionsmechanismen geführt. Also beispielsweise, um überhaupt die Lok herzustellen, brauchte man dann Stahlhütten, man brauchte neue Eisenwerke, man musste zum ersten Mal auch richtig Koks herstellen. Also Deutschland, das muss man sich vorstellen, im 19. Jahrhundert war bei der Kohleverarbeitung immer noch eigentlich auf dem Stand des Mittelalters. Das heißt, Kohle hat man gar nicht richtig benutzt, sondern stattdessen hat man immer noch mit Holzkohle gearbeitet. Das musste dann alles sofort modernisiert werden, und zwar innerhalb von 10 Jahren. Auch die ganzen Maschinenbaufirmen, die später weltberühmt geworden sind, wie Borsig, gab es natürlich auch nur wegen der Eisenbahn. Das heißt, die Eisenbahn hat alles verändert. Und mit der Eisenbahn waren dann auch erstens zum ersten Mal die Märkte integriert und zum ersten Mal konnten auch die Städte so stark wachsen, weil die auch versorgt werden konnten. Das hat, ja, es war eigentlich der wirkliche Beginn der Industrialisierung. Und die Menschen haben ja auch in die Eisenbahn investiert. Also, genau, das ist ja immer, da fragen sich immer die Leute, ja, wieso, wie geht das eigentlich? Niemand hat auf die Eisenbahn gewartet. Keiner wusste, dass dieses Projekt kommt. Das heißt, die Leute haben natürlich auch nicht gespart, um zu warten, dass dann man in eine Eisenbahn investieren kann, sondern das Beispiel Eisenbahn zeigt, wie der Kapitalismus funktioniert. Das Geld entsteht aus dem Nichts, das muss einem ganz klar sein. Das ist nicht vorher da. Das entsteht dadurch, dass Kredite vergeben werden, entsteht auch das Geld. Und erst hinterher, durch die Investitionen, durch die Güter, die dann entstehen, entsteht der Wohlstand, der dieses aus dem Nichts geschaffene Geld dann auch deckt. Kann man sagen, dass die Menschen damals mit der Eisenbahn das erste Mal in diese Eisenbahn investieren, also das erste Mal eine Investition getätigt haben mit dem ganz klaren Ziel, Profit zu haben?
Also man muss sagen, es gab immer schon Inseln des Kapitalismus, zum Beispiel der Fernhandel war immer schon kapitalistisch organisiert. Aber was mal richtig ist, mit der Eisenbahn und Industrialisierung war es zum ersten Mal so, dass flächendeckend investiert wurde, um hinterher mehr Waren und Dienstleistungen zu haben und damit einen Gewinn zu machen, den man dann wieder sozusagen als Geld zurückbekommt. Interessant ist, sich mal in Ihrem Buch, im Übrigen, dass wir Ihnen sehr empfehlen, mal eine Seite anzugucken, die eine Grafik zeigt. Ich blätter mal auf, das ist ein bisschen schlecht zu erkennen, aber das ist die, die ich meine. Das ist die Wirtschaftsleistung pro Kopf. Und da kann man mal sehen, wie hier ein Sprung sich vollzieht in Westeuropa. Also wie stark die Wirtschaftsleistung gewachsen ist, so ab 1760, 1850 rum, ne? Ja, man sieht ja eigentlich sozusagen zwei verschiedene Phasen. Man sieht hier, wie es hier hochgeht. Und dann hier, das ist ab 1950, also nach dem Zweiten Weltkrieg, geht es dann senkrecht. Ne? Genau. Also es gibt sozusagen zwei Phasen. Die erste Phase, könnte man sagen, ist eben auch zum Teil die Eisenbahn, dann die chemische Industrie, Optik und so weiter. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg explodiert es so richtig. Ja. Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, oder wolltest du noch was aus dem Buch zeigen? Nein, nein, das, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass die Leute also vom Land in die Städte gezogen sind, es sind ganz viele Fabriken entstanden und heute ist das ja für uns eher so, ja, eher etwas negativ besetzt, in der Fabrik zu arbeiten. Aber was bedeutete das denn damals für die Leute, die anfingen, jetzt neu an dieser neuen Arbeitsweise teilzunehmen? War das für die positiv? Nee, zunächst war es negativ. Also das war, nennt man auch dann sozusagen das Paradox des Wachstums. Am Anfang war es so, man hatte Wachstum und gleichzeitig wurde die Masse ärmer. Das ist ja auch das, was Marx dann beschrieben hat. Also eine komplette Verarmung des Proletariats, was zum Teil daran lag, dass man, als man Maschinen einsetzte, beispielsweise Textilmaschinen, Webmaschinen und Spinnereien, dass man dann nicht mehr die Männer beschäftigen musste, die vorher Handwerksmeister gewesen waren, sondern man konnte da die Kinder und Frauen einsetzen, die man schlechter bezahlt hat. Das heißt, für die Arbeiter war es zunächst ein Verlust, in der Fabrik zu sein. Und man kann das auch ganz klar an der Lebenserwartung zeigen. Also wie gesagt, die Lebenserwartung war sowieso nicht hoch. Die lag bei 28 Jahren vorher. Aber die sank dann in Städten wie Liverpool oder Manchester durchschnittlich auf 17 Jahre. Mhm. Weil die haben flächendeckend, sind die Kinder da weggestorben. Aber Sie sagen zunächst, das hat sich also irgendwann gewandelt und dann hat man doch vom Aufschwung profitieren können. Ja, genau. Und das hat auch keiner geplant, sondern es war einfach so, natürlich gab es dann Gewerkschaften, es gab Widerstand, es wurden höhere Löhne durchgesetzt durch Streiks. Und das war ganz entscheidend im Kapitalismus, dass die Löhne gestiegen sind, weil natürlich nur, wenn die Löhne steigen, können die Leute auch die Waren kaufen, die da mit der Technik hergestellt werden. Zu welchem Zeitpunkt ist denn Karl Marx auf den Plan gerufen worden? Ja, also Marx hat ja sein Hauptwerk, das Kapital, 1867 geschrieben. Und in seinem Buch beschreibt er sozusagen die Zeit des Kapitalismus bis dahin. Und er hatte also völlig recht zu sagen, das stimmte noch, als er geschrieben hat, dass die Proletarier verarmen und eigentlich nicht mehr verdienen als das absolut Nötigste, um nicht gleich zu sterben. Aber und wenn es so weitergegangen wäre, dass die Löhne nicht gestiegen wären, dann wäre der Kapitalismus auch tatsächlich zusammengebrochen, weil er ja Leute braucht. Man kann ja nur Massengüter herstellen, wenn es auch Massenkaufkraft gibt, ist ja logisch. Das hat Marx durchaus richtig gesehen, dass es da ein Problem gibt. Nur dank der Gewerkschaften hat sich das dann eben verändert, nicht? Die Reallöhne sind gestiegen, die Leute konnten kaufen. Der Kapitalismus ist bekanntlich nicht zusammengebrochen. Also eins haben die Kapitalisten der ersten Stunde auf jeden Fall schnell begriffen. Den größten Profit macht derjenige, der schneller und vor allem auch günstiger als die anderen produzieren konnte. Ein amerikanisches Unternehmen hatte da eine besondere Idee. In dieser Halle in Detroit erfindet Henry Ford 1913 die Welt neu. Inspiriert durch die Schlachthöfe Chicagos lässt der Jungunternehmer seinen Ford, Modell T, auch Tin Lizzie genannt, ab 1913 am Fließband bauen. Massenfertigung spart Arbeit und Kosten, so seine Idee. Am Fließband wird nun die Arbeit in viele Arbeitsschritte zerstückelt. Als Grundlage dienen die exakten Zeit- und Bewegungsstudien nach den Vorgaben des Ökonomen Frederick Taylor. Alles ist jetzt durchgetaktet, durchgeplant. Und Ford sollte recht behalten. Die Fließbandfertigung führt zu einer enormen Produktionssteigerung. Die Arbeiter werden am Fließband zu Rädchen einer Maschinerie, die Autos ausspuckt.
100.000 Arbeiter bauen nun in der größten Fabrik der Welt an einem Tag Tausende Fords. Bereits 1918 war jeder zweite Wagen in Amerika eine Tin Lizzie. Ja, Henry Ford hat seinen Arbeitern damals sensationelle $5 am Tag gezahlt. Und das war wiederum doppelt so viel wie andere Firmen. Warum hat er das eigentlich gemacht? Ja, einmal hat er das gemacht, weil er nicht wollte, dass die Arbeiter ständig kündigen. Und wenn er besser zahlte als alle anderen, dann bleiben die natürlich. Und der andere Grund war, dass er wusste, dass Autos keine Autos kaufen. Nee, ist ja ganz klar. Also man muss steigende Löhne haben, wenn man gleichzeitig ständig auch die Waren den Warenausstoß steigert. Wie soll das sonst klappen? Man hätte natürlich auch sagen können, es gibt viele andere gesellschaftliche Gruppierungen, die jetzt nicht dort arbeiten und die können das dann kaufen. Ja, die haben das ja auch gekauft. Aber am Ende funktioniert es nur so, wenn alle profitieren. Welche Rolle spielen denn die Löhne im Kapitalismus? Sie haben gerade schon gesagt, je höher, desto besser, weil man sich umso mehr leisten kann. Aber gibt es noch einen anderen Aspekt? Ja, also die Löhne sind eigentlich der Motor, der den gesamten Kapitalismus treibt. Also das hat man ja schon gesehen in England und das gilt bis heute. Technik wird nicht eingesetzt, weil man sie hat, sondern Technik wird eingesetzt, wenn sie sich lohnt. Und sie lohnt sich eben dann, wenn die Menschen teuer sind und man eben mit der Technik diese Menschen auch ersetzen kann. Und auf der anderen Seite nicht nur, dass die Löhne hoch sein müssen, sie müssen auch steigen mit dieser technischen Entwicklung, weil ja sonst, wie gesagt, wieder niemand da ist, der die Waren abnehmen kann, die da ständig neu produziert werden. Und wenn sich plötzlich jeder so hochwertige Technik leisten kann, wie zum Beispiel so ein Auto damals, das verändert ja eine Gesellschaft dann auch, ne? Ja, natürlich. Also es ist letztlich so, alle werden reich. Also Marx hatte nicht recht auf Dauer, dass es hier zum Klassenkampf kommt. Ganz im Gegenteil. Also der Kapitalismus funktioniert am besten, wenn alle profitieren. Allerdings ist es bedauerlicherweise so, dass viele Kapitalisten das selber nicht begreifen. Nicht? Es gibt ja viele Unternehmer, die denken, wenn ich die Löhne senke, dann ist das gut für meinen Profit. Das stimmt aber nur sozusagen betriebswirtschaftlich, wenn ich mein eigenes kleines Unternehmen angucke. Wenn man die gesamte Volkswirtschaft anguckt, dann ist es ja so, dass die Löhne des einen Unternehmers, das sind ja die Käufer beim anderen Unternehmer. Und sie schaden sich, wenn sie die Löhne nach unten senken. Jetzt kreisen wir ja die ganze Zeit um den Begriff Kapitalismus. Jetzt bringen wir noch mal einen anderen mit rein, und zwar die Marktwirtschaft. Sind die aneinander gekoppelt? Was müssen wir darunter verstehen? Nee, man muss das so sehen, wir leben nicht in einer Marktwirtschaft. Ich weiß auch, dass ständig erzählt wird, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben würden. Das stimmt nicht. Wir leben im Kapitalismus und das ist nicht das Gleiche. Also Marktwirtschaft ist nicht, dass es Märkte gibt, weil Märkte gab es auch schon bei den Türken und Märkte gab es bei den Arabern, Basare, Souks, alles. Aber da gab es ja nie ein Wirtschaftswachstum. Das heißt, es geht nicht um, Kapitalismus ist ein System, in dem Großkonzerne herrschen. Da muss man ja nur sich rumgucken. Hier ist es so, große Unternehmen kontrollieren die gesamte Wertschöpfungskette von den Rohstoffen bis zum Absatzmarkt. Und das kann man auch sehen anhand einer Zahl des Statistischen Bundesamtes. Das ist so im Augenblick in Deutschland, dass weniger als 1% der Firmen kontrollieren mehr als 66% des Umsatzes. Und da sieht man sofort, wie konzentriert diese Wirtschaft ist. Und das liegt wieder daran, wie gesagt, Kapitalismus ist immer der Einsatz von Technik. Und Technik ist wahnsinnig teuer. Jedes neue Automodell, jedes neue Medikament, alles kostet immer Milliarden. Und diese investiere ich doch nur, diese Milliarden, wenn ich hinterher weiß, dass der Gewinn stimmt. Das heißt, Konkurrenz wäre viel zu chaotisch. Das muss alles geplant werden. Das ist so eine Art private Planwirtschaft. Das ist nicht das Gleiche wie Sozialismus, war ja zentral vom Staat, aber es ist auch eine private Planwirtschaft. Durch diesen Einsatz der Technik kann man Waren schneller, günstiger, preiswerter produzieren. Und das ist im Grunde auch der Grundgedanke des Kapitalismus. Und dieser Grundgedanke führt dahin, dass im Grunde genommen alle davon profitieren. Wir schreiben das Jahr 1960. Das ist Gottfried Meyer. Vor ihm liegt ein langer Arbeitstag. Erstmal frühstücken mit ein paar ordentlichen Stullen. Gottfried braucht einen ganzen Laib Brot am Tag. Um den kaufen zu können, muss er 20 Minuten arbeiten. Enkel Kevin im Jahr 2011. Er kauft das Brot von der Großbäckerei. Für seinen Brotleib muss er nur halb so lang arbeiten, 10 Minuten. Da ist dann noch locker ein Pausenbrot zum Mitnehmen drin. Vielleicht noch 2 oder 3 oder 4 oder 5. Jetzt wird's Zeit. Schnell noch bürofein machen. Für seinen Anzug musste Gottfried 68 Stunden arbeiten. Und weil er mehr als einen Anzug besitzt, braucht er einen Schrank. Für den musste er sogar 70 Stunden malochen, mehr als eine Arbeitswoche.
Auch Kevin achtet natürlich auf sein Äußeres. Er hat auch einen, nun nennen wir es mal, Anzug gekauft. Um sich den leisten zu können, musste er gerade mal 15 Stunden arbeiten gehen. Den Schrank hat er aus einem bekannten Möbelhaus für umgerechnet 35 Stunden Arbeit, die knifflige Montagemarke Eigenbau, nicht mitgerechnet. Bevor es ins Büro geht, schnell noch eine Ladung Wäsche in die Maschine. 1960 ein topmodernes Gerät. Dafür musste Gottfried richtig lange schuften. 225 Stunden. Geiz ist cool. Kevin hat das im Elektronik-Discounter gehört. Seine neue Waschmaschine hat ihn nur 28 Stunden Arbeit gekostet. Was fehlt noch? Ah, richtig, die Schuhe. Um sich ein Paar kaufen zu können, muss Gottfried erst mal 12 Stunden und 19 Minuten ins Büro. Auch hier hat es Kevin besser. Eine Stunde und 30 Minuten arbeitet er für ein Paar. Da langt es noch für 12 weitere Paare. Dasselbe Paar in Grün und Rot, Sandalen, Stiefel. Aber wer die Wahl hat, hat die Qual. Kevin wird wohl wieder zu spät kommen. Durch den Kapitalismus können wir uns also heute deutlich mehr leisten als früher. Frage ist, was haben wir dem Kapitalismus sonst noch zu verdanken? Ja, also es ist ein System, das ist total. Also es wäre falsch, wenn man jetzt sagen würde, das bringt nur mehr Reichtum, sondern nur vier Sachen, die wir ihm auch zu verdanken haben. Das erste ist schon erwähnt, die Lebenserwartung, nicht? Früher 28 Jahre, heute ungefähr 80 Jahre. Dann etwas, was auch dem Kapitalismus oder dem Wohlstand zu verdanken ist, ist letztlich die Demokratie. Das kann man auch zeigen, weltweit eigentlich ist es so, erst kommt der Wohlstand, dann die Demokratie. Dann etwas, was auch alle gut finden. Es gibt die Möglichkeit, mehr Bildung zu finanzieren. Das ist auch etwas, was immer noch nicht vorbei ist. Also zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, 1983, war es so, dass nur 20% eines Jahrganges Abitur gemacht haben. Heute sind es 50%. Und auch eine, muss man sagen, Folge des Wohlstands ist die steigende Gleichberechtigung der Frauen. Und auch das ist noch nicht vorbei. Also jetzt sind wir gerade dabei, zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands eine Kanzlerin zu haben. Nicht? Also auch da kann man noch sehen, dass die Gleichberechtigung nicht vollständig erreicht ist und dass die Dynamik des Kapitalismus, der Wohlstand, noch sozusagen von hinten schiebt und die Gesellschaft auch verändert. Also, aber letztlich kann man sagen, der Kapitalismus hat viele Dinge hervorgebracht, auf die wir heute ganz sicher nicht mehr verzichten wollen. Aber trotz allem hat das seinen Preis. Das System funktioniert nämlich nur, wenn tatsächlich immer mehr in immer kürzerer Zeit auch wirklich produziert wird. Beschleunigung um 1900. In seinen Bewegungsstudien analysiert der US-Amerikaner Frank Gilbreth mit Kamera und Stoppuhr einzelne Handgriffe. Das Ziel: Arbeitsabläufe optimieren, die Produktion steigern. Das Fließband, geprägt durch Henry Ford, ebnet schon früh den Weg für die Massenproduktion. Der Mensch gerät in immer schnellere Produktionsabläufe. Deutschland Ende der 60er Jahre. Die Wirtschaftswunderjahre, aber auch eine Rezession liegen hinter der Bundesrepublik. Ein Begriff macht zunehmend Schule: Rationalisierung. Jürgen Bauer, Nummer in einem unübersehbaren Getriebe. Zwischenglied, wo die Mechanisierung nicht weit genug entwickelt ist. Lückenbüßer der Produktion. Jederzeit auswechselbar, jederzeit ersetzbar. Bezogen auf den Produktionsprozess hat die Betriebsleitung zwei Möglichkeiten, den Gewinneinbußen entgegenzuarbeiten. Erstens durch Rationalisierung, durch Einführung neuer Maschinen, die in der gleichen Zeit mehr produzieren und Arbeiter ersetzen. Zweitens durch verschärftes Arbeitstempo, durch das jeder angetrieben wird, in der gleichen Zeit und fürs gleiche Geld mehr als früher zu arbeiten. Die REFA-Fachleute des 1924 gegründeten Reichsausschusses für Arbeitszeitverkürzung tauchen immer öfter in Fabriken und Betrieben auf. Die Männer mit Kittel und Klemmbrett haben nur ein Ziel: Produktionssteigerung. In den 70er und 80er Jahren ziehen Informationstechnologien in deutsche Büros. Datenverarbeitung und Kommunikation werden um ein Vielfaches einfacher und schneller. Der Mensch muss immer mehr in immer weniger Zeit leisten. Der Trend des Job-Enrichments greift um sich. Arbeiter sollen zunehmend auch planerische und konzeptionelle Arbeiten übernehmen. Jeder soll alles können. Und möglichst immer erreichbar sein.
Handy, E-Mail und Internet vernetzen den Menschen mehr und mehr, machen Arbeit und Privatleben flexibler und schneller. Tja, immer flexibler, immer schneller. Die Frage ist, was das mit uns macht und wie lange wir das überhaupt noch mitmachen können, wir Menschen. Vielleicht kann uns diese Fragen unser Gast beantworten, zu dem wir jetzt schalten, nach Kassel. Und zwar ist das der Soziologe Professor Hartmut Rosa von der Uni Jena. Hallo, Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Diese Beschleunigung und der Kapitalismus, sind das zwei Dinge, die unmittelbar miteinander verbunden sind? Ja, da gibt es eine ganz, ganz enge Verbindung, weil kapitalistische Formen des Wirtschaftens grundsätzlich davon abhängen, dass sie sich steigern müssen. Also sie können die beispielsweise Jobs oder Firmen oder überhaupt kapitalistische wirtschaftliche Aktivitäten nur durch Steigerung erhalten. Wir müssen ununterbrochen jedes Jahr schneller werden, wir müssen wachsen, das Bruttosozialprodukt steigern und wir tun das durch permanente Innovierung auf der Produktebene, auch auf der Produktionsebene, wie wir arbeiten. Das heißt, dauerhafte Beschleunigung der Verhältnisse ist eine Voraussetzung dafür, dass ein kapitalistisches Wirtschaftssystem funktionieren kann. Da stellt sich natürlich die Frage, was diese dauerhafte Beschleunigung und dieser Druck denn mit uns Menschen macht. Wie wirkt sich das aus? Dieser Dauerzwang, sich zu steigern, nur um den Platz zu halten, wirkt sich zum Beispiel ganz fühlbar auf unseren To-Do-Listen aus. Die werden jedes Jahr ein bisschen länger. Da steht immer ein bisschen mehr drauf an Dingen, die man legitimerweise von uns erwarten kann, die wir auch selber erwarten von der Welt. Und im Endeffekt hat es zur Folge, dass wir abends als schuldige Subjekte zu Bett steigen, weil wir es nie geschafft haben, alles das zu tun, was man vernünftigerweise von uns erwarten konnte oder was wir auch selber von der Welt erwarten oder von uns erwarten. Und es hat ja sicherlich auch zur Folge, dass einige morgens aus diesem Bett gar nicht mehr wieder rauskommen, ne? Also es macht uns doch auch krank. Ja, es gibt dieses seltsame Umschlagsphänomen, was viele tatsächlich geradezu physisch und auch psychisch selber erleben, dass wir nämlich aus der Daueranspannung sozusagen, auch aus der Dauerbeschleunigung oder Hektik in einen lähmenden Stillstand fallen, der oft die Form von Depression annimmt oder auch von das, was wir heute Burnout nennen, ist dann wirklich ein Stillstand auch im Weltverhältnis, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mehr, da draußen ist alles stumm und starr, da bewegt sich eigentlich nichts Wesentliches mehr und in mir ist auch alles erstarrt und stumm geworden. Dann, das heißt, Burnout-Erfahrungen sind durchaus, gibt es sehr viele Hinweise darauf, direkte Konsequenzen eines solchen Zeit- und Weltverhältnisses. Es ist die Kehrseite davon sozusagen, die Umschlagseite. Sehr brutal. Sie sagen, Kapitalismus sei totalitär. Erklären Sie uns das? Eigentlich habe ich gesagt, die Beschleunigungslogik ist totalitär in dem Sinne, dass dieser Zwang zur Steigerung, zur Erhaltung des Systems, ich nenne das dynamische Stabilisierung, also wir müssen schneller werden und größer werden und innovativer werden, um die Struktur zu erhalten und das sehen wir erstens bei allen sozialen Schichten, das wirkt sich zwar nicht überall gleich aus, bei Eliten ist es häufig so, dass sie diesen Steigerungszwang verinnerlicht haben, der rastlose Versuch, sich zu steigern, sich zu verbessern, noch schneller zu werden, ist da direktes inneres Bedürfnis geworden. Und für viele normale Arbeitstätige ist es eher der Druck von außen. Der Chef oder die Vorgaben zwingen uns in einen unerbittlichen Steigerungszwang. Aber totalitär beschreibe ich diesen Steigerungszwang auch deshalb oder als totalitär, weil er alle Lebensbereiche durchdringt. Wir sehen es in der Arbeitssphäre, wir sehen es in der Bildungssphäre, wir sehen es im Bereich der Pflege, in der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen. Und man kann zeigen, dass sogar unser Konsumverhalten und unser Liebesleben dieser Logik von Steigerung, Optimierung, Beschleunigung folgt. Und deshalb ist es ein total gewordener und sich verselbstständigt habender Zwang auf unsere Lebensverhältnisse. Das legt den Schluss nahe, dass sich auch kaum jemand dieser Beschleunigungslogik entziehen kann. Ich glaube, dass es unmittelbar so ist. Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die dann da rausspringen aus dem Hamsterrad. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein großes kollektives Hamsterrad, das eben sich immer schneller drehen muss, um im Prinzip um bestehen zu bleiben. Und es gibt schon Menschen, die dann da mutig rausspringen und die können oft auch überleben und finden auch vielleicht, wenn sie Glück haben, kleine Nischen, um zu leben. Aber dennoch fühlen sie natürlich diesen Druck als Erwartungsdruck auf sich lasten. Und sie haben halt ein ganz großes Risiko, dass sie erstens
höchstwahrscheinlich nie wieder in das Hamsterrad zurückkommen. Wer sich da mal gerade auch aus der Berufs- und Erwerbs- und Bildungssphäre verabschiedet hat, hat nur ganz, ganz beschränkt und bedingt Chancen, da wieder reinzukommen. Und er fühlt natürlich den Erwartungsdruck auch von außen, dass er im Prinzip seinen legitimen Platz in dieser Gesellschaft verliert. Deshalb ist es tatsächlich so, egal was wir tun, wir fühlen diese soziale Steigerungsrealität, diesen Druck auf uns lasten an jeder Position der Gesellschaft. Nun ist ja irgendwann bekanntlich jedes Wachstum mal ein Ende. Oder es hat Grenzen, allein schon durch unsere menschliche Leistungsfähigkeit. Was passiert dann? Bricht dieses ganze System irgendwann zusammen? Grundsätzlich haben wir zwei Dinge gesehen, nämlich erstens in der Geschichte der Menschheit, die Geschwindigkeitsgrenzen sind extrem variabel. Es geht irgendwie immer noch ein bisschen schneller. Man findet auch häufig immer wieder neue Lösungen. Und zweitens glaube ich, dass es einfach nicht sinnvoll, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, nach den ultimativen Grenzen zu fragen, wie viel geht noch? Vielleicht finden wir Kernfusion oder andere Dinge, dann geht noch ziemlich viel. Sondern wir sollten danach fragen, was ist eigentlich gut für uns? Was ist denn das Versprechen auch gerade einer kapitalistischen Wirtschaftsform? Wo nämlich immer, das sehen Sie auch bei den Verteidigern und Begründern des Kapitalismus, von Adam Smith bis Ludwig Erhard und sogar Willy Brandt, da war immer das Versprechen dahinter, dieses System ist ökonomisch so erfolgreich, so effizient, steigert unsere Fähigkeit zu produzieren und Natur umzuwandeln in so hohem Maße, dass wir die Existenz befrieden können, dass wir nicht mehr kämpfen müssen ums Dasein, dass wir nicht mehr dauernd Angst haben müssen ums Leben, sondern dass wir frei und selbstbestimmt nach philosophischen oder ästhetischen, vielleicht auch nach religiösen Ideen oder nach ökologischen und moralischen leben können. Und deshalb plädiere ich dafür, nicht zu fragen, was sind denn die ultimativen Grenzen, sondern lieber danach zu suchen, wie wir eigentlich leben wollen, welche Art von Beschleunigung, welche Art von Tempo, welche Art von Steigerung für uns eigentlich ein gutes Leben ist. Ja, dann können wir Menschen eigentlich nur hoffen, dass wir unsere Grenzen auch einsehen oder erkennen. Und wir können aber auch gespannt sein auf das, was uns noch alles erwartet. Professor Rosa, herzlichen Dank, dass Sie das Gespräch in Ihren vollen Terminkalender noch reinquetschen konnten. Und schöne Grüße nach Kassel. Ja, schöne Grüße zurück. Tschüss. Ja, bei allem Zwang und Druck, noch funktioniert er ja, der Kapitalismus. Ganz im Gegensatz zur Gegenideologie, nämlich dem Kommunismus, der mittlerweile eigentlich so gut wie zusammengebrochen ist. 1988 hat Gorbatschow die Brezhnev-Doktrin aufgegeben. Damit verzichtet die Sowjetunion auf den Anspruch, in allen sozialistischen Ländern intervenieren zu können. In wenigen Monaten kommt es zu samtenen Revolutionen in den meisten Ostblockstaaten. Fast überall werden die kommunistischen Regierungen gewaltfrei abgelöst. Das ist das Ende des sowjetischen Imperiums. Am 7. Oktober 1989 feiert die DDR den 40. Jahrestag ihrer Staatsgründung. Ehrengast der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow. Die Staatsführung klammert sich an alte Rituale, aber auf der Straße formiert sich der Protest. Auch hier ist Gorbatschow der Hoffnungsträger. Nur einen Monat nach dem 40. Jahrestag der DDR reißen die Menschen die Mauer ein. Moskau, 19. August 1991. Panzer rollen durch die Straßen. Mitglieder des Geheimdienstes und altkommunistische Funktionäre putschen gegen Gorbatschow. Boris Jelzin, der erste frei gewählte Präsident Russlands, ruft die Bevölkerung zum Widerstand auf. Der Putsch scheitert. Generalsekretär Gorbatschow ist gerettet. Aber das Sagen hat jetzt Boris Jelzin. Einen Tag nach der Niederschlagung des Putsches erklärt die Ukraine ihren Austritt aus der Sowjetunion. Andere Teilrepubliken folgen. Die Sowjetunion zerfällt. Am 25. Dezember 1991 erklärt Gorbatschow in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt als letzter kommunistischer Führer der Sowjetunion. Das große sozialistische Experiment, das 1917 mit Lenin begann, ist gescheitert. Die rote Fahne über dem Kreml wird eingeholt. Ist der Kapitalismus nun der ewige Sieger? Ja, Frau Herrmann, die Frage geben wir weiter. Der ewige glorreiche Sieger heißt Kapitalismus?
Also ich glaube, erstmal muss man ja unterscheiden, dass man oder sagen, dass der Sozialismus und der Kapitalismus sind ja nicht wirklich vergleichbar. Nicht? Der Kapitalismus ist ein System, das ja historisch gewachsen ist. Keiner hat den Kapitalismus geplant, keiner hat ihn kommen sehen. Es war einfach so, ein paar Textilunternehmen in England haben mit Maschinen experimentiert. Und daraus ist ein System geworden, das keiner von diesen Unternehmern vor 260 Jahren vorhergesehen hat. Der Sozialismus ist ja gelandet wie ein UFO. Der war verordnet. Ja, das war ein Plan. Und da kann man sicher sagen, dass sowas nicht klappt. Also wenn man von außen versucht, etwas auf eine Gesellschaft aufzupropfen, was da nicht drinsteckt, dann funktioniert das nicht. Jetzt zu der Frage, ja, was ist mit dem Kapitalismus und hat er gesiegt? Das kann man ja und nein sagen, weil eigentlich hat der Kapitalismus davon profitiert, dass es dieses Gegenüber gab. Denn das hat ja immer dazu geführt, dass man im Westen einen ausgebauten Sozialstaat hatte, dass man die Löhne hat steigen lassen, weil man ja immer der Bevölkerung zeigen wollte, im Westen, guckt mal, wir sind viel besser als der Sozialismus. Und wenn man weiß, dass der Kapitalismus ein System ist, das Massenkaufkraft braucht, das hohe Löhne braucht, das steigende Löhne braucht, dann war es interessanterweise so, dass der Kapitalismus davon profitiert hat, dass er sich immer als besser darstellen musste als der Kommunismus. So, und seitdem eben der Kommunismus weg ist und zusammengebrochen ist, war ja dann hier so dieses Gefühl, oh, der Kapitalismus hat gesiegt, jetzt kann der Kapitalist in Anführungsstrichen machen, was er will, jetzt müssen die Löhne auch gar nicht mehr steigen, jetzt ist ja, wir haben gesiegt, Soziales ist eigentlich nur noch Klimbim von damals, Löhne können ruhig runter. Und seitdem ist eigentlich auch der Kapitalismus interessanterweise in der Krise. Denn wir sind ja permanent in Finanzkrisen, in 10 Jahren 3 Finanzkrisen, das ist echt ein Alarmzeichen. Und das liegt eben daran, dass die Löhne nicht richtig steigen. Gibt es eigentlich noch eine Ecke auf der Welt, wo es einen Gegenentwurf zum Kapitalismus gibt? Oder eine Ecke, die vielleicht nicht kapitalistisch beeinflusst oder geprägt ist? Ja, also nicht kein Gegenentwurf, aber es gibt natürlich Gegenden, die vom Kapitalismus fast nicht berührt sind. Mhm. Dazu gehört beispielsweise Afrika. Nicht? Man könnte aber sagen, das ist auch in gewisser Weise die Tragik Afrikas, dass es eigentlich vom Kapitalismus weitgehend ignoriert wird und nur als Rohstofflieferant dient. Mhm. Nicht? Also Afrika bräuchte eigentlich Wachstum, weil ja die Bevölkerung wächst. Also müsste man eigentlich auch mehr Güter herstellen, um diese wachsende Bevölkerung zu ernähren. Wie hat sich denn der Kapitalismus seit dem Zusammenbruch des Ostblocks überhaupt entwickelt? Können Sie das mal in ein paar Stufen zusammenfassen? Naja, es war halt diese allgemeine Begeisterung, nicht? Wir haben gesiegt. Mhm. Dann hat man das eben komplett missverstanden, nach dem Motto, ja, wir können eigentlich darauf verzichten, die Arbeiter weiter zu beteiligen. Jetzt ist der Weg frei für den Finanzkapitalismus. Also man hat sehr stark dereguliert. Man hat die Banken machen lassen, was sie wollten. Und das Ergebnis ist eben, dass wir jetzt in so einer Phase des Finanzkapitalismus sind, dass also die Realwirtschaft sich praktisch gar nicht mehr entwickelt. Auch die Wachstumsraten sind sehr niedrig. Und darüber hat sich so eine Art Geldberg aufgetürmt, der die Realwirtschaft erdrückt. Und es profitiert nur noch derjenige, der am besten in einer Bank sitzt, direkt dort, wo das Geld geschöpft wird, und das in seine privaten Taschen umlenken kann. Mhm. Das ist eigentlich jetzt, was wir erleben, in gewisser Weise die Pervertierung des Kapitalismus. Ist das dann auch das, was manche als Turbokapitalismus bezeichnen? Ja, also ich würde sagen, noch besser ist der Name Finanzkapitalismus, aber man kann das auch Turbokapitalismus nennen, ja. Wir wollen uns mal anschauen, was genau dieser Turbokapitalismus uns gebracht hat. Von diesen Herren Kritik an der Ideologie des entfesselten Marktes zu erwarten, wäre lächerlich. Steigende Gewinne, Superwachstum, der rasante strukturelle Wandel, seit der Staat den Kapitalismus nicht mehr reguliert und bremst, geht es der Wirtschaft und einer kleinen Elite rund um den Globus erst richtig gut. Für den entfesselten Markt ohne schützende Barrieren hat der amerikanische Wirtschaftsforscher und Unternehmer Edward Ludwig den Begriff Turbokapitalismus erfunden. Mit der Formel Deregulierung plus Privatisierung plus Globalisierung ist gleich wachsender Wohlstand will der Turbokapitalismus die ganze Welt beglücken. Doch der entfesselte Kapitalismus fordert einen hohen Preis. Beispiel Amerika, das Ursprungsland des freien Marktes. Hier können sich rund 4 Millionen Menschen als Millionäre bezeichnen. Nirgendwo sonst werden die 5% der Topverdiener so gut bezahlt wie in den USA. Und die Managergehälter steigen weiter steil nach oben. Durch gnadenlose Deregulierung und Privatisierung wurden zwar in den USA viele neue Jobs geschaffen, doch mehr als 60 Millionen Arbeitnehmer verdienen weniger als noch vor 30 Jahren, vor der Einführung des entfesselten Marktes.
Während die einen immer reicher werden, bleiben die Löhne der amerikanischen Mittelklasse seit der Jahrtausendwende praktisch unverändert. Noch schlechter verläuft die Entwicklung für die unteren Einkommensklassen der USA. Geringverdiener müssen mittlerweile mit deutlich weniger Geld auskommen. Ganze Schichten leben am Rande der Gesellschaft. Die Folgen des Turbokapitalismus in Amerika? Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, zerstörte Familien, Kriminalität und Repression. Ja, spätestens sind wir also bei den Schattenseiten. Eigentlich sollte der Kapitalismus ja Wohlstand für alle bringen. Aber was passiert ist, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen ist. Wie kommt es denn zu dieser ungleichen Verteilung des Vermögens? War das absehbar? Nee, das ist jetzt kein ökonomischer Zwang, der aus dem Kapitalismus selbst rührt, sondern das sind politische Entscheidungen, die man eigentlich auch wieder zurückdrehen könnte. Also was dahinter immer steht, ist, dass man zum Beispiel die Reichen nicht mehr angemessen besteuert. Wenn man natürlich die Einkommensteuern senkt, die Kapitalertragssteuern abschafft und so weiter, dann muss man sich nicht wundern, wenn hinterher die Reichen am reichsten sind. Und gerade in Amerika ist es ja auch so, dass man politisch alles getan hat, um die Gewerkschaften zu schwächen. Und auch das ist im Kapitalismus wahnsinnig gefährlich. Das wollen ja Unternehmer nicht glauben. Aber Gewerkschaften sind wirklich nötig und wirklich wichtig, damit die Löhne steigen und diese ständig steigenden Massen an Konsumgütern, die produziert werden, auch abgesetzt werden können. Und es wäre ganz dringend nötig, dass man da wieder eine politische Kehrtwende hinbekommt, um den Kapitalismus zu stabilisieren, in der Form, dass man eben versucht, die Löhne wieder nach oben zu setzen und die Reichen auch zu besteuern. Mhm. Das klingt das heißt, logisch, ne? Ja, aber die Rolle des Staats habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil einerseits sorgt ja auch der Staat dafür, dass sich der Kapitalismus so entwickeln kann, indem er ihn an der langen Leine lässt. Andererseits sagen Sie jetzt aber, der Staat, die Politik hat es im Grunde genommen versaut, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Also diese Idee, hier ist der Markt und da ist der Staat und die dürfen auf keinen Fall miteinander kooperieren, ist auch völlig falsch. Sondern was man sieht, ist, dass der Nationalstaat, was wir heute haben, einen wirklich voll ausgebauten Wohlfahrtsstaat, das entsteht auch zusammen mit dem Kapitalismus. Und das ist kein Zufall, sondern der Kapitalismus braucht den Staaten stark. Den starken Staat, genau. Weil wenn man die Firmen sich selbst überlassen würde, würden die in den Abgrund marschieren. Und dann würde genau das passieren, was Marx ja beschrieben hat, wenn die Arbeiter nicht genug verdienen, dann ist auch der Kapitalist letztlich ohne Kunden. Deswegen braucht man eben staatliche Intervention, um sicherzustellen, dass auch genug Kaufkraft bei den Massen ankommt. Also der Kapitalismus braucht den starken Staat, er braucht stetiges Wachstum und für dieses stetige Wachstum braucht er, klar, Ressourcen. Wir wissen um die Endlichkeit der Ressourcen, aber wir glauben trotzdem an ewiges Wachstum. Die Welt verbraucht heute pro Jahr rund 70 Milliarden Tonnen Rohstoffe. Wir nennen uns Verbraucher und verbrauchen dabei unseren Planeten, bis nichts mehr übrig ist. Rücksichtsloses Plündern für einen fragwürdigen Lebensstil. Die Industrieländer leben über ihre ökologischen Verhältnisse, doch die Konsummaschine läuft ungebremst weiter. Das heißt, der Ressourcenverbrauch der Welt hat sich in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Es gibt Studien, die eine Vervierfachung des globalen Rohstoffverbrauchs bis zum Jahr 2050 vorhersagen. Das heißt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir im Jahr 2035 bereits die Ressourcen von zwei Erden. 2050 sind dann schon drei Planeten nötig, um unseren Lebensstil aufrechtzuerhalten. Derzeit werden jährlich durchschnittlich 33 Milliarden Barrel Rohöl gefördert. Das sind über 5 Kubikkilometer. Bei gleichbleibendem Verbrauch sollen die Vorräte noch knapp 30 Jahre reichen. Allerdings, der Verbrauch steigt von Jahr zu Jahr. Eine Reihe seltener Metalle und Mineralien werden in den nächsten 30 Jahren knapp, darunter Phosphor, der wichtigste Düngerzusatz. Es schlummert noch genügend Brauchbares in den Böden unseres Planeten, aber die zugänglichen Lagerstätten werden weniger, die Förderung immer teurer und konfliktreicher und nichts scheint das große Plündern stoppen zu können. Tja, dieser Ressourcenverbrauch hat ja nicht nur zur Folge, dass die Ressourcen irgendwann mal weg sind, sondern es treten ja auch Begleiterscheinungen auf, ne? Wie zum Beispiel, wir versauen uns die Umwelt, in der wir leben. Ja, genau. Man kann sehen, dass der Kapitalismus an zwei absolute Grenzen gerät. Das eine ist die Umweltgrenze und das andere ist die Rohstoffgrenze. Und bei der Umweltfrage ist ja nicht nur das Problem, dass jetzt das Klima sich aufheizt. Das ist ja nur ein Teil der Katastrophe. Sondern zum Beispiel ein anderes Problem ist, dass wir 100.000 Chemikalien in die Welt gesetzt haben und im Ernst keiner weiß, wie die eigentlich miteinander
reagieren. Nicht? Viele Leute erleben, dass sie Allergien haben, wundern sich, wo die Allergie herkommt. Ja, das ist auch letztlich eine Umweltfolge des Kapitalismus. Ich stelle Ihnen noch mal die gleiche Frage, die ich vorhin auch Professor Rosa gestellt habe. Wenn diese Ressourcen irgendwann mal weg sind, was bedeutet das? Ist dann der Kapitalismus zu Ende? Folgt dann was anderes? Also ich meine, Prognosen sind ja immer schwierig, aber ich würde sagen, ja, dann ist der Kapitalismus zu Ende. Denn das ist ja ein System, das permanentes Wachstum braucht. Und Wachstum ist nur möglich, wenn man ständig Energie und Rohstoffe umwandelt. Das ist, physikalisch gesehen ist es ja so, dass wir ständig Rohstoffe in einen anderen Zustand bringen. Und wenn diese Rohstoffe nicht mehr da sind, dann muss leider auch der Kapitalismus verschwinden. Ja, vielleicht können wir uns ja noch gar nicht so auf so ein Endzeit-Szenario hier einigen, sondern wir können uns darauf einigen, dass wir anders mit den Rohstoffen umgehen. Also weniger kaufen, weniger konsumieren. Und genau darüber machen sich Menschen Gedanken. Teilen statt besitzen, leihen statt kaufen, tauschen statt Geld ausgeben. Das ist das Credo einer Bewegung, die aus den USA kommend Deutschland erobert und nun hier als einer der wichtigsten Zukunftstrends gilt. Sharing Economy, auf Neudeutsch Co-Konsum. Wenn mein Nachbar ein Waffeleisen hat, brauche ich mir eigentlich keins anzuschaffen. Laut einer Studie verstaubt in deutschen Schränken ungenutzter Hausrat im Wert von über 35 Milliarden Euro. Allerdings gibt es kaum nutzlose Dinge, nur nützliche am falschen Ort. So die Philosophie von Co-Konsum. Wichtiger als der Besitz von Dingen ist der Zugang dazu. Und der ist oft nur einen Klick entfernt, zum Beispiel Carsharing. Neben professionellen Anbietern findet man auch Privatautos. Walter Braun ist Rentner, hängt an seinem Auto, pflegt es, kann aber auch mal gut darauf verzichten. Also ich brauche den Wagen nicht jeden Tag und habe mir gedacht, ich vermiete ihn vielleicht ein bis zweimal die Woche, um die Kosten zu decken. Das freut Christiane, die mal eben bei Walter das Auto mietet. Schon am nächsten Tag wird sie es wieder zurückbringen. Während Tauschhandel früher nur funktionierte, wenn man zufällig einen geeigneten Partner gefunden hatte, kann im Internet gezielt gesucht werden. Teil-, Tausch- und Verleihplattformen schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Mixer gegen Bobbycar, Raclette-Grill gegen Akkuschrauber. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Häuser, meine Autos, meine Boote. Aber wenn wir alle weniger kaufen, stattdessen tauschen, teilen und leihen, schadet das dann nicht der Wirtschaft und kostet Arbeitsplätze? Ja, eine gute Frage, finde ich. Zunächst klingt dieses Konzept ja sehr gut. Also man muss auf nichts verzichten, man schont Ressourcen. Aber was ist dann tatsächlich mit den Arbeitsplätzen und mit der Wirtschaft? Ja, das ist genau das Problem. Also es ist ja längst so, dass wir nicht mehr konsumieren, weil wir konsumieren müssen oder weil wir 20 Schuhe brauchen, sondern wir sind inzwischen so reich als Gesamtgesellschaft, dass wir in einer völlig perversen Situation leben. Viele konsumieren ja nur noch, um Arbeitsplätze zu sichern. Und es wäre genau das Problem, dass wenn jetzt alle Sharing Economy machen und anfangen, ihre Waffeleisen zu teilen, dass dann die Nachfrage fehlt, Arbeitsplätze verloren gehen und eine Krise anfängt, die dann auch für viele Leute wirklich sehr schmerzhaft wäre, weil sie ja dann ihre Perspektive verlieren, völlig unklar wäre, ob sie jemals wieder eine Anstellung finden. Das heißt, diese Sharing Economy ist richtig wichtig, aber als politisches Signal, dass die Leute sagen, wir wissen, es kann so nicht weitergehen mit dem ewigen Wachstum. Wir wollen, dass es eine Forschung gibt, man nennt das Transformationsforschung, die irgendwie rausfindet, wie man aus dem Kapitalismus aussteigen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Mhm. Und was man wissen muss ist, und das ist völlig erstaunlich oder man könnte auch sagen abseitig, dass es im Augenblick so ist, dass wir in Deutschland 15.400 Wirtschaftswissenschaftler haben, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, Wirtschaftswissenschaften zu lehren. Und kein einziger, und das ist nicht übertrieben, kein einziger erforscht, wie man makroökonomisch, also als Gesamtwirtschaft, vom Kapitalismus in so eine Sharing Economy oder so eine ökologische Kreislaufwirtschaft umsteigen könnte. Das ist so, als würde man eben vor eine Wand fahren und keiner erforscht den Bremsweg. Mhm. Wobei es ja auch noch andere Ideen gibt, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Also vielleicht könnte man ja auch so eine Kombination finden, also zum Beispiel die erneuerbaren Energien. Also das heißt, das sind lauter Dinge, die man braucht, aber man würde zumindest die Umwelt schonen. Ja, das ist ein super Plan, ja. Aber das funktioniert nicht. Das weiß man aus der Geschichte des Kapitalismus. Also klingt ja erstmal super, wir sparen Energie und dann wird alles schon besser. Das weiß man aber seit dem 19. Jahrhundert, dass das überhaupt nicht klappt, weil es nämlich so ist, dass man dann pro Wareneinheit Energie spart,
Nicht? Zum Beispiel jetzt verbrauchen wir 50% weniger Energie pro Wareneinheit als 1970. Das ist Wahnsinn. Aber das einzige Ergebnis ist, dass wir 100% mehr Waren herstellen. Und das ist sozusagen der sogenannte Boomerang-Effekt, ja, der schon sehr früh erforscht wurde, dass Effizienzgewinne und Energiesparen ist ein Effizienzgewinn, sich eben wieder in Wachstum umsetzt. Heißt das letztlich, wir sollen oder brauchen gar nicht irgendwie Strom zu sparen, im Bioladen einzukaufen, weil eigentlich ohnehin alles sinnlos ist? Nee, das sind ganz wichtige Dinge, aber als politisches Signal, dass man weiß, man muss umsteuern. Aber nochmal, was fehlt bisher, ist die Forschung, die ökonomische Forschung, wie man das so anstellt, diesen Ausstieg aus dem Kapitalismus, ohne dass man eine schwere Wirtschaftskrise produziert, wo das Ergebnis wäre, dass die Leute hinterher rechtsradikal wählen. Aber nochmal so unterm Strich, heißt das, der Kapitalismus ist zwangsläufig früher oder später am Ende? Ja, dann kann es nicht weitergehen? Ja, also wenn man den Kapitalismus so definiert, wie er jetzt ist, nämlich ein System, das Wachstum erzeugt und Wachstum benötigt, dann ist es eindeutig so, dass dieses System an ein Ende kommt. Ob man das dann Kapitalismus nennt oder irgendwie anders, nicht? Das ist eine Frage des Begriffes. Aber das System, so wie wir es kennen, wird zu Ende gehen. Darf ich ganz kurz? Nur eine Zwischenfrage. Ja. Sie sagen, es müsste Leute geben mit Transformationsideen. Genau. Sind Sie denn sicher, dass es überhaupt eine Lösung grundsätzlich für das Problem gibt? Ja, das ist sehr schwer. Das ist eine sehr gute Frage, muss ich wirklich sagen. Man kann sich da nicht sicher sein, weil der Kapitalismus, also das System, in dem wir jetzt leben, ist ja total. Es ist ja nicht so, dass das nur eine Wirtschaftsform ist, sondern das haben wir ja besprochen, es beeinflusst alles. Also wie wir wählen, wie wir eine Regierung stellen, wie Kindheit ist, wen wir als Partner haben, wie Anerkennung organisiert wird und so weiter. Freizeit, alles ist von diesem System abhängig. Das heißt, wir alle sind so sehr Teil des Systems, dass wir uns ja nicht nach außen stellen können. Insofern ist völlig unklar, ob es möglich ist, für Leute, die Teil dieses Systems sind, eine Alternative zu entwickeln. Oder ob wir alle gemeinsam irgendwie in ein neues System rutschen. Oder ins Chaos, das historisch wächst, ohne dass es jemand merkt. Aber Sie haben doch bestimmt auch schon mal spekuliert. Also ich meine jetzt mal so ganz frei und losgelöst, was es als Alternative geben könnte. Ja, also wenn Sie jetzt meine Horrorvorstellung wissen wollen, dann sieht das so aus. Dass Europa dann so aussieht wie im 5. Jahrhundert nach Christus, als das Weströmische Reich zusammengebrochen ist. Also damals war das so, dass die Leute natürlich auch noch wussten, was ein Aquädukt ist und dass das eine Wasserleitung ist. Und nur sie konnten das nicht mehr betreiben. Das System war überdehnt. Es gab es nicht mehr. Also haben die Leute die Steine aus dem Aquädukt genommen und damit ihre bescheidenen Hütten gebaut. Und so ungefähr stelle ich mir das dann auch vor, wenn der Kapitalismus zusammengebrochen ist, dass die Leute natürlich noch wissen, was ein Smartphone ist. Und sie wissen auch noch, was eine Autobahn war. Aber sie können das nicht mehr betreiben. Nicht? Das Smartphone hat gar keine Funktion mehr. Und über die Autobahn ziehen die Leute dann mit ihren Eselskarren, bis da so viele Löcher sind, dass das sich eigentlich auch nicht mehr lohnt. Also das ist eine Möglichkeit. Gibt es auch eine schönere, damit wir die Sendung ein bisschen positiver beenden? Die Alternative ist, dass man sich ganz im Ernst mal mit so einer makroökonomischen Transformationsforschung befasst, wie man eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen könnte. Aber wie gesagt, 15.400 Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland, keiner macht das im Augenblick. Also die Aussicht auf Krieg und Anarchie, wenn dieses System zusammenbricht, macht mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen. Nichtsdestotrotz sind wir fast am Ende dieser Sendung und zum Schluss möchte ich Ihnen trotzdem nochmal, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, über die Geschichte des Kapitals und des Kapitalismus, das Buch unseres Gastes Ulrike Herrmann zu lesen. Macht sehr Spaß, ist auch wirklich verständlich geschrieben. Ist ja auch immer so eine Sache bei dem Thema, wenn man da nicht irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert hat, ob man das auch alles versteht. Ich finde, man versteht es sehr gut. Und ich erinnere Sie an unser Internetangebot planet-wissen.de. Da finden Sie übrigens noch zusätzliche erweiternde Infos, zum Beispiel auch mit Hartmut Rosa. Und ich erinnere Sie an unseren Facebook-Aufruf. Mhm. Ihre Erfahrungen mit Kapitalismus, was denken Sie? Fluch oder Segen? Genau, Fluch oder Segen. Jetzt haben wir nur noch Zeit, dass Sie sagen können, Fluch oder Segen, Kapitalismus für Sie. Was bedeutet er? Ja, bisher war er Segen. Nicht? Er war Wohlstand und Bildung, Freiheit für uns alle. Es könnte aber noch zum Fluch werden. Okay, wir sind gespannt und hoffen natürlich. Danke ganz herzlich für Ihren Besuch und die Aufklärung. Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.